Das Duell des Jahres. Die wichtigsten drei Punkte der Saison. Das Spiel ums Land Niedersachsen. Alles geben für die Stadt, die Fans und den Verein. Hannover 96 gegen den BTSV. Das Derby. Wir haben den absoluten Shootingstar der Liga im Kader. 11 Tore in 16 Spielen. Havard Nielsen ist inevitable und genauso wie in Realität auch in diesem Karrieremodus eine absolute Top-Verpflichtung. In Realität mittlerweile 7 Tore und 2 Vorlagen. Hier sind seine Scorerwerte noch besser und er muss heute gegen seinen Ex-Verein, gegen die größte Schande seiner Karriere beweisen, dass er sich auch hier rehabilitiert hat. Es geht erst gegen St. Pauli und dann geht's ins Derby. Und wir können alle auf eins nicht warten, und das ist das Derby. Dementsprechend räumen wir die anderen kurz auf den Weg. Howie, ran da. Hannover im Derby-Fieber. Reicht der Fokus auch gegen St. Pauli? Ryder A&B, Wahnsinn, wie abgeklärt er das macht da. Torhüter, das ist super abgelegt und Nielsen, natürlich, wer auch sonst. Hannover stellt noch vor der Halbzeit hier auf 1:0. Nielsen hat seine letzten Elfmeter allesamt verwandelt. Und die Entscheidung, Saisontor Nummer 13. Havard Nielsen stellt auf 2:0 für Hannover. Das haben wir doch recht schnell aus dem Weg geräumt, aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, denn wir haben ja noch weitere Stürmer im Kader, die vielleicht auch gerade nicht treffen, weil Howie alles macht. Und einer davon ist unsere Leihgabe aus Hoffenheim. Der Spieler der letzten Saison ja der Shootingstar war, der Spieler der letzten Saison auch Gladbach das Fürchten gelehrt hat. Und der spielt keine richtige Rolle gerade, weil Sadie das zusammen mit Howie vorne drin einfach zu gut macht. Aber er will wieder ran. Und das Derby ist eigentlich dafür vielleicht der perfekte Zeitpunkt. Das Tempo gegen diese Defensive von Blau-Gelb. Eigentlich ist es wie gemalt für ihn. Und ich glaube, wir müssen ihn mal wieder ranlassen. Pressekonferenz, ganz, ganz wichtiges Thema, ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Die Frage ist natürlich, wie soll es aufwärts gehen, wenn nicht alle Vollgas geben? Dumme Frage, die kriegt entsprechend auch eine dumme Antwort. Viel wichtiger ist natürlich, wie wir unsere Siegesserie fortsetzen, und das muss gegen den BTSV einfach passieren. Und wir wissen natürlich auch, dass wir besser sind. Jeder Gegner in dieser Liga muss Angst vor uns haben, jeder Einzelne und ganz besonders der Fakt. Derby Time in Niedersachsen, ein ganzes Land, eine ganze Region hält den Atem an. Hannover 96 zu Gast bei Eintracht Braunschweig, der Aufsteiger gegen den vielleicht designierten Aufsteiger in dieser Saison. Hannover zuletzt mit einer beeindruckenden Siegesserie auch im Pokal gegen Bundesliga Stuttgart weitergekommen. Da sieht es in Braunschweig deutlich düsterer auf. Man steckt passend zum Wetter absolut im matschigen Abstiegssumpf und muss heute gegen Hannover im Optimalfall Punkte holen, um sich wieder in eine bessere Ausgangslage
Anlage zu bringen. Das will der Gast aber natürlich verhindern und bisher spricht auch wenig dagegen, dass das passieren soll. Ron-Robert Zieler und seine Defensive extrem stark und in der Offensive natürlich ausgerechnet Ex-Braunschweiger Havard Nielsen in absoluter Topform. 13 Saisontore auf dem Konto des Norwegers, heute entsprechend seine Mission da wieder nachzulegen. Hannover in den schwarzen Trikots direkt von Anfang an mit guten Aktionen. Fabian Kunze auf Flanke von Selmu Roya, da hat nicht viel gefehlt. Jasmin Fejsic ist allerdings da. Die anschließende Ecke getreten von Derek Köhn. Hannover in der Anfangsphase mit viel Druck aufs Braunschweiger Gehäuse und der Neuzugang von Willem Twee, der eine klasse Hinrunde gespielt hat und sich sogar in den Fokus von bereits Bundesligisten gespielt hat. Der weiß natürlich, wie man die in die Mitte bringt, auch wenn diese Ecke durchaus ungefährlich verpufft. Gibt es noch die Abschlusschance für Max Besuschkow, geblockt, aber Braunschweig ist unter Dauerdruck und 96 macht so weiter. Nielsen auf Louis Schaub, der hat zuletzt ein richtig schönes Tor gemacht. Hier verzieht er nur knapp, da wäre Fejsic nie und nimmer rangekommen. Aber der Ball saust knapp am Pfosten vorbei. Entsprechend weiterhin das 0:0. Stefan Leitl feuert seine Mannschaft an und es wirkt, denn 96 ist weiterhin das spielbestimmende Team. Es gibt ab und zu mal verzagte Versuche nach vorne zu kommen von Blau-Gelb, aber dann gibt es direkt den Konter und Maximilian Bayer bringt Hannover 96 in Führung. Ungewohntes Bild, zuletzt eigentlich immer sein Sturmpartner, der Torschütze. Bayer hatte sich zuletzt beschwert, dass er nur auf der Bank saß. Jetzt im Derby spielt er von Anfang an und zeigt direkt seinen Wert. Schöner, schneller Gegner. Gegenangriff, der Konter eiskalt ausgenutzt von der Leihgabe der TSG aus Hoffenheim und Nielsen, wenn er nicht trifft, dann legt er zumindest vor, Hannover also früh in Führung. Und Braunschweig, die wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Maxi Bayers fünftes Saisontor ist der Start einer Druckphase der 96er, bei der Braunschweig nicht weiß, wie ihnen geschieht. 21. Minute, RAMB mit einer super Balleroberung und der Gegenangriff läuft. Und wieder ist es RAMB, der sich einfach mal vorne mit einschaltet. Nielsen läuft im 16er parat, hat viel zu viel Platz und der Pfosten rettet. Für Braunschweig, Muroya dann mit dem Foul, da sieht man auch die Rassigkeit in diesem Duell der beiden Lokalrivalen, gibt die gelbe Karte völlig zurecht nach diesem Einsteigen, wir werden es gleich in der Wiederholung nochmal sehen, da ist ordentlich Gift drin in der Partie, aber natürlich auch der Fokus und da schauen wir jetzt nochmal drauf, während sich Stefan Leitl beschwert über diese gelbe Karte auf die Chance von Havard Nielsen, der Norweger mit dem Rücken zum Tor, klasse gelöst, aber nicht das 2:0 Glück für Jasmin Fejsic und den BTSV. 96 trotzdem weiter spielbestimmt. Ab und zu aber ein bisschen zu hochstehend und dann kann Braunschweig kontern. Uja mit dem Ball auf Henning und der ist plötzlich allein im 16er und dann steht es mit der ersten Offensivaktion der Gastgeber 1:1. 26. Minute, der BTSV gleicht aus und 96 weiß nicht, wie ihm passiert. Ganz, ganz stark ausgespielter Konter. Die Fans natürlich völlig zurecht, völlig aus dem Häuschen. Uja verzögert erst gut und macht es dann klasse, genau im richtigen Zeitpunkt der Pass und Zieler mit einem kleinen Stellungsfehler ermöglicht Henning da den Abschluss ins Tor. Ungewohnt, ihn in der Position auftauchen zu sehen, aber auch nicht gut gemacht von 96. Mit der eigenen Medizin behandelt, mit der eigenen Waffe geschlagen. Schneller Gegenangriff und auch der BTSV ist erfolgreich. Aber schnellen Gegenangriff, das kann vor allem 96 gut. Nielsen mit dem Ball zurück auf Louis Schaub, der legt das Ding nochmal ab auf Maxi Bayer und der stellt in der 30. Minute bereits auf 2:1. So schnell kann es gehen. Wir haben einen Stürmer, der uns Tore am Fließband liefert, sagte Stefan Leitl vor dieser Partie. Jetzt trifft auch sein Sturmkollege. Klasse gespielt von Louis Schaub, der die Übersicht bewahrt, auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Und am Ende muss Maxi Bayer vor Fejsic nur einschieben. Viel zu wenig Gegnerdruck und die schnelle Antwort der Gäste, die sich hier wieder mit ihrer Stärke zeigen. Klar, mit den eigenen Waffen geschlagen, aber auf der anderen Seite sind sie eben auch gnadenlos effektiv und setzen das genauso weiter fort. Allerdings will auch Braunschweig jetzt sich aufstecken. Nächste Gelegenheit, Leon Lauberbach, aber Ron-Robert Zieler ist da. Klasse Parade vom Weltmeister von 2014. Die anschließende Ecke getreten von Ferrei. 96 kann sich in diesem Moment bei seinem Keeper bedanken, dass es hier weiterhin 2:1 steht. Und Ferrei überlegt, wie bringen wir diesen Ball in die Mitte. Der Neuzugang, der Spielmacher, der von Dortmund 2 kam, bisher der beste Spieler in der Hinrunde. Allerdings versandet diese Ecke und mündet im nächsten Konter. Und wir haben das gerade schon gesehen. 96 ist da stark. Havard Nielsen mit dem Ball auf Maxi Bayer. Der ist viel schneller als Krause, schneller als Demedina. Und Louis Schaub hat die Chance, aber Fejsic ist da.
Was für eine Parade von Jasmin Fejsic. Das Urgestein im Braunschweiger Tor und Schaub ärgert sich. Schwacher rechter Fuß und Leitl sagt, den muss er doch mit links nehmen. In die andere Ecke nochmal verzögern, macht er nicht. Und so steht es weiterhin 2:1. Aber noch ist nicht Halbzeit, noch ist 96 nicht gesättigt. In diesem ersten Durchgang, guter Versuch von Schaub. Und Fejsic kann es langsam kaum noch glauben, was da alles auf sein Tor prasselt. Und immer noch ist nicht Halbzeit. Maxi Bayer wieder so ein super Ball auf Harvard Nielsen. Aber der ist nicht eifersüchtig. Der ist absolut in Gönnerlaune und gönnt seinem Kollegen den Hattrick. 3:1, 43. Minute. Harvard Nielsens zweiter Assist und Maxi Bayers drittes Tor. So kann man sich mal für die Startelf empfehlen. Er hat darum gebettelt, drinstehen zu dürfen in diesem Spiel. Cedric Teuchert auf der Bank. Er hat das Vertrauen bekommen und er zahlt es so zurück. Klasse gemacht von Nielsen. Vorher der super Chipball von Bayer, der selbst vollendet. 96 wie im Rausch offensiv. Stefan Leitl freut's, die Fans freut's auch und es geht mit 3:1 in die Kabine. Braunschweig mit einigen guten Offensivaktionen, besser als man vielleicht denken würde, aber eben nicht mit dem entscheidenden Quäntchen Glück in der Defensive. Durchgang 2, trotzdem steckt Blau-Gelb in diesem Derby natürlich nicht auf und geht wieder direkt nach vorne. Super Doppelpass, Neumann schwindelig gespielt und es steht 3:2, 51. Minute. BS ist wieder da, so schnell kann das gehen. Das geht deutlich zu einfach, wenn wir nochmal auf diese Szene in der Entstehung schauen. Wieder ein schneller Gegenangriff, zu wenige Leute bei 96 mit zurückgeeilt. Areim B kommt zu spät, Burner ist nowhere to be seen und Ron-Robert Zieler fliegt vergeblich. Der Anschluss zum 2:3 Ergebniskosmetik. 96 will natürlich direkt wieder vorne zeigen, dass sie diesen Rückschlag verkraften können und dass sie die Führung ausbauen könnten, aber Fejsic hat einen guten Tag erwischt, zwar schon dreimal hinter sich greifen müssen, aber er peitscht seine Männer weiter an, lasst nicht so viel hier auf mein Tor kommen, auch wenn Stefan Leitl das natürlich gut gefällt. Wir sehen die Rassigkeit in diesem Spiel, wir haben es vorhin gesehen, wir sehen es hier wieder, Max Bezuschkow völlig unnötig da gefault von Torschütze Henning, der kriegt eine Ermahnung. Das zeigt, es ist Gift hier drin nach 60 Minuten. Wir schauen auf die Wiederholung, völlig unnötiges Tackling da. Aber es ist eben Derby. Die Emotionen kochen hoch. Und der BTSV, der kocht auch hoch. Donkor auf der linken Außenbahn mit viel Tempo gegen Neumann. Der lässt sich da ein bisschen aus dem Konzept bringen. Ferrei ist da, abgeblockt. Ferrei ist da, 3:3. Der BTSV gleicht das Spiel zum zweiten Mal aus und holt den 2-Tore-Rückstand auf. Unfassbare Szenen hier in Braunschweig. Und wir müssen da nochmal drauf schauen. War das nicht ein Foul in der Entstehung? Die Fans, die sind natürlich völlig aus dem Häuschen. Denen ist völlig egal, was davor war. Und Braunschweig ist dementsprechend wieder am Start. Wir sehen es da gerade. Neumann beschwert sich, kriegt das Foul aber nicht. Donkor mit robustem Körpereinsatz. Aber am Ende vielleicht auch ein bisschen ausgerutscht. Neumann auf dem rutschigen Untergrund. Und Ferrei macht das Tor und plötzlich ist Braunschweig richtig oben auf. Börner hat Glück, dass Lauberbach den ablegt und das ist Henning und Zieler ist da. Ron-Robert Zieler zum zweiten Mal ganz, ganz entscheidend beteiligt. Braunschweig jetzt blutgeleckt, die wollen unbedingt nach vorne. Allerdings bringt die Ecke von Ferrei nichts ein und so springen wir in die Schlussphase. Braunschweig zu diesem Zeitpunkt überlegen, aber 96 kann kontern. RAMB erobert den Ball, der kommt dann nach vorne zu Harvard Nielsen, von dem haben wir noch nicht genug gesehen. Der eingewechselte Ernst schließt nicht, übereilt ab, sondern legt ab auf Nielsen. Der bleibt schenken, geht nochmal auf Teuchert, Teuchert nochmal auf Ernst, das ist wunderbar gespielt. Der eingewechselte Foti und da ist Nielsen! Natürlich, wer sonst sollte diese Quintessenz in diesem Spiel unterstreichen als Harvard Nielsen gegen seinen Ex-Verein und natürlich explodiert der 96-Kader. Nachspielzeit, Führung für Hannover. Was für ein Spiel, was für eine Dramatik in dieser Partie. Eigentlich sah alles danach aus, dass wenn eine Mannschaft den Lucky Punch landen sollte, dass das Braunschweig wäre. Aber Nielsen hat natürlich das letzte Wort. 14. Saisontor, Fejsic völlig chancenlos. Und 96 gewinnt das Derby durch den Last-Minute-Treffer des Norwegers. Unglaubliche Szenen, unglaubliche Emotionen. Und ich glaube, bei Nielsen kann man definitiv sicher sein, der ist voll angekommen
in Hannover, der ist höchst zufrieden und das ist auch die gesamte Mannschaft. Maxi Bayer holt sich seinen hochverdienten Spielball ab, 3 Versuche, 3 Tore. Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass Hannover den nächsten Sieg in ihrer Siegesserie einfahren kann und auch das Derby für sich entscheidet. Fans zufrieden, Trainer zufrieden, Stadt zufrieden, alle zufrieden. Hannover bleibt weiter ungeschlagen. Ich hätte es nicht besser skripten können, bin ich ganz ehrlich. Keine Chance, wäre nicht gegangen. Umso schöner, dass es so geendet ist, oder? Ich finde es fantastisch. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich habe Transfers angekündigt, weiß ich, schaffen wir zeitlich aber nicht. Und hier werden mehr Leute draufklicken. Hier habt ihr nochmal die Chance, wen sollen wir holen? Ja, die Folge ist schon zu lang. Wir sind jetzt bei 14 Minuten oder was. Ich hätte jetzt nicht noch Transfers einbauen können. Gibt's in der nächsten Folge, versprochen. Aber wie gesagt, doppelte Chance für euch, irgendwelche Vorschläge einzureichen. Ich muss erstmal durchatmen. Das war anstrengend.